Wie soll ich eigentlich mit den ganzen Papieren umgehen, die bei mir zu Hause so tagtäglich einflattern? Haben Sie da irgendwie eine Ahnung? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die Themen Ordnung und Organisation. Und sofern Sie ihn noch nicht abonniert haben, freue ich mich immer über ein neues Abonnement. Jetzt aber mal zum heutigen Video. Es geht rund um das Thema Papier, Dokumente und Belege. Also ich werde hier jetzt nicht im Detail darauf eingehen, welche Belege man wie lange aufbewahren muss. Dazu habe ich hier oben bereits ein eigenes Video gemacht. Aber heute geht es einfach mal so um diese Grundlage, wenn ich einen Ordner habe mit Papieren, wie soll ich das eigentlich machen? Und vor allem, wie soll ich mit dieser ganzen Flut an Papieren umgehen, die da so tagtäglich auf mich eintrudelt? Ich bin ja nicht nur Ordnungscoach und Organizer für Privathaushalte oder Firmen, sondern auch Spezialistin im Bereich der Digitalisierung. Das bedeutet also, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, ein kleiner Handwerksbetrieb oder auch zu Hause im Privathaushalt das Thema Digitalisierung angehen möchten, dann sehen Sie auch auf meinem Kanal diese anderen Videos. Arbeite ich mit der Firma Elo zusammen, die Elo Digital Office GmbH. Die haben ein Dokumentenmanagementsystem erfunden und damit digitalisieren wir auch im Privathaushalt tatsächlich die kompletten Belege. Aber ich habe dann viele Privatkunden, die sagen, ja, Frau Ordnung, das absolute Nonplusultra, ich muss alle meine Papiere einfach mal irgendwann einscannen und dann ist das ganze Chaos endlich vorbei. Ich kann Ihnen diesen Zahn ziehen. Müssen Sie nicht. Also ja, natürlich habe auch ich alles, was nur geht, digitalisiert. Ich habe das alles in meinem Elo gespeichert, alles wunderbar. Ich möchte heute kein Video, dazu mache ich mal ein extra Video zum Thema Elo Office in Privathaushalten machen. Aber es geht einfach darum, ja, ich habe das auch alles digitalisiert. Aber, und das ist das ganz große Aber, das müssen Sie eben gar nicht. Denn was viele Kunden unterschätzen oder viele Menschen, die Digitalisierung löst nicht ihr Problem. Die Digitalisierung löst nicht das Thema, dass sie sich entscheiden müssen, was mache ich mit dem Papier. Und ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, wir müssen alles digitalisieren. Dann habe ich da 20 Leitsordner, die hatten aber null Struktur. Jetzt dauert, also der Riesennachteil bei der Digitalisierung ist natürlich, es braucht unheimlich viel Zeit. Da müssen Sie sich nichts vormachen. Das heißt, wenn ich meine Belege alle digitalisieren möchte, da sitzen Sie wirklich Monate. Also ungelogen, auch meine persönliche Digitalisierung, ich habe da mindestens ein halbes Jahr für gebraucht. Wenn nicht sogar noch länger, bis ich alles so digital hatte in meinem Dokumentmanagementsystem, dass ich sagen konnte, jetzt kann ich das Papier auch wegwerfen. Bei der Digitalisierung geht es ja auch darum, dass Sie die Papiere als solche dann wegwerfen dürfen. Das dürfen Sie aber wiederum nur, wenn Sie tatsächlich nachweisen können oder zumindest das ganze System so aufgebaut haben, dass Sie die Originale jederzeit auch wieder reproduzieren können. Und wenn Sie hier im Privathaushalt unterwegs sind, dann müssen Sie halt tatsächlich sowas wie eine Datensicherung laufen haben und so weiter und so fort. Das heißt, Sie können nicht einfach hier drauf los digitalisieren und sagen, juhu, jetzt schmeiße ich die ganzen Originale weg. Deshalb möchte ich wirklich in diesem Video darauf eingehen, was ist denn der Vorteil, wenn Sie es im Privat aufheben? Der Vorteil von der Papierablage ist ganz einfach. Auch da müssen Sie ja nicht alles aufbewahren. Auch da haben Sie, wie vorhin in dem erwähnten Video, Fristen von Dokumenten, die Sie nicht länger aufbewahren müssen. Da wäre eine Digitalisierung tatsächlich nur ein Just for fun bzw. nice to have, dass Sie sagen, okay, ich möchte meine Arztrechnung von vor 15 Jahren gerne sehen können. Wie viel hat mich denn damals eine Zahnreinigung gekostet? Aufheben müssen, tun Sie diese Rechnungen ja nicht. Ja, oder Ihre alten Meldebestätigungen für irgendwelche Wohnungen oder Häuser, in denen Sie schon gar nicht mehr wohnen. So, wenn Sie das digitalisieren, haben Sie die Unterlagen natürlich noch. Der Vorteil von der Papierablage ist aber tatsächlich, Sie müssen ja nicht alles aufbewahren
und sie haben es trotzdem strukturiert. Und jetzt kommen wir nämlich an diesen einen Punkt. Sind wir doch mal ehrlich. Die meisten von Ihnen, die sagen, meine Papiere, das sind viel zu viele, das ist voll die Papierflut. Sie haben null Überblick. Die meisten von diesen Menschen haben keine klare Ordnerstruktur. Und jetzt kommt noch dazu, wenn Sie in Papier schon keine klare Ordnerstruktur haben und wenn Sie in Papier schon ein Chaos haben, was meinen Sie, wie das dann digital aussieht? Glauben Sie allen Ernstes, das wird da besser? Nee, natürlich nicht. Dann haben Sie das Problem halt nur verlagert. Deshalb ist mein absoluter Tipp Nummer 1 oder eigentlich der Tipp aller Tipps. Sorgen Sie in Ihrer privaten Ordnerstruktur wirklich für eine Struktur. Und die muss nicht kompliziert sein. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe da jetzt mal so einen kleinen weißen Ordner von mir. Da sehen Sie ganz einfach, weiß finde ich halt wunderschön, weil wenn ich 5 so weiße Ordner in meinem Regal stehen habe, dann ist es ruhig, das beruhigt das Auge, helle Farben und so weiter und so fort. Das ist aber Geschmackssache. Wenn Sie jetzt so einen Ordner haben mit Papierkram, Sie sehen auch bei mir, der ist ziemlich voll, der wird aber auch regelmäßig, also tatsächlich jährlich, aussortiert. Und jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, ich halte es mal so in die Kamera, mit diesen Registern zwischendurch können Sie natürlich unterscheiden. Und was heißt unterscheiden? Und jetzt bin ich bei dem Thema Struktur. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Ich an Ihrer Stelle würde als allererstes mal diesen riesengroßen Bereich Vermögen nehmen. Vermögen, Versicherungen, Steuer. Und dafür gibt es jeweils einen Ordner. Zum Beispiel, das hängt dann auch immer an Ihrer Masse ab. Da gibt es meistens mehrere Ordner, wenn Sie wirklich alles in Papierform aufbewahren. Das heißt, Sie müssen unterteilen. Habe ich hier ein, ich sage das mal, Vermögensmanagement. Das sind alle Unterlagen zu Banken, Sparbücher, Depots, Anlageformen, was weiß denn ich, aber auch Ihre Lebensversicherung. Also Vermögen ist für mich ein Ordner, da kommt alles rein, wo Sie monatlich oder einmalig Geld bezahlen, was Sie irgendwann wieder rauskriegen. Die deutsche Rentenversicherung zum Beispiel, die gehört in den Ordner Vermögen. Das hat nichts mit Versicherungen zu tun. Lassen Sie einen Versicherungsordner bleiben, in meinen Augen. Weil jetzt haben Sie eine Rentenversicherung, da bezahlen Sie jeden Monat ein. Und da kriegen Sie irgendwann nach was weiß ich wie viel 100.000 Jahren 2,50 Euro zurück. Sie bauen also Vermögen an. Und dann haben Sie also einen Ordner, da sind die ganzen, ich nenne das auch immer gerne, aktives und langfristiges Vermögen zum Beispiel. Das heißt, die deutsche Rentenversicherung wäre ein langfristiges Vermögen. Aktives Vermögen ist meinetwegen das Tagesgeldkonto oder Ihre EC-Karte, wo Sie wirklich täglich zur Bank gehen können und am Automaten Geld abheben oder einzahlen können. So, jetzt habe ich gerade gesagt, Sie brauchen keinen Versicherungsordner. Warum? Weil Sie haben auch, ich nenne das mal, das war jetzt so das Thema Vermögensmanagement. Haben Sie einen Ordner oder einen Part? Und dann haben Sie das Thema Risikomanagement. Und im Risikomanagement, da hängen die ganzen Versicherungen drin, wie die Haftpflichtversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung. Das sind alles Versicherungen, die Sie bezahlen, wo Sie aber nie wieder Geld sehen. Also wenn Sie eine Privathaftpflicht bezahlen oder eine Hausratversicherung zum Beispiel und Sie kommen nie zu Schaden, ja, dann ist das Geld weg. Die sind jetzt ja auch meistens nicht so teuer. Aber das sind dann, das, also verstehen Sie, Sie können die Versicherungen aufkoppeln und sagen, ja, ich habe da eine Lebensversicherung, die bringt mir wirklich irgendwas, das ist wirklich der Bereich Vermögen. Und ich habe da zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, das ist einfach nur Risiko. Aber das heißt, Sie haben also diesen Bereich Vermögensmanagement und Risikomanagement. Jetzt gibt's dann noch so einen Ordner, den können Sie gerne nehmen und den nennen Sie Steuer. Da machen Sie Ihre ganzen Steuererklärungen rein, die ganzen Steuerbescheide und alles, was Ihnen so zum Thema, wenn Sie mal wieder einen Brief kriegen mit Ihrer aktuellen Steuernummer oder sonst was. Dann haben Sie schon mal diesen Riesenblock Vermögen und Risiko. Also da sind sehr, sehr viele Versicherungen drin abgebildet. Dann würde ich Ihnen einen weiteren Ordner empfehlen, tatsächlich für das Thema Wohnung und einen für das Thema Auto. Das hängt alles immer, auch da wieder, extrem individuell. Wenn Sie 5 Autos haben, dann haben Sie halt einen dicken Ordner. Wenn Sie nur ein Auto haben, dann haben Sie nur einen ganz, 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 ganz kleinen
Teil und brauchen möglicherweise nicht mal einen eigenen Ordner, sondern sie sagen sich, ja, Wohnung und Auto kann ich in einen reinpacken. Sie müssen ja keinen Platz verschwenden. Das heißt, im Ordner Auto, fangen wir mal so rum an, da haben Sie dann sowas wie, die meisten heben da zum Beispiel ihren Kfz-Fahrzeugbescheinigung Teil 1 oder was ist das, den Brief auf. Dort können Sie reintun, alles was das Thema ADAC betrifft, zum Beispiel Automobilclub oder so. Sie können die Kfz-Steuer und die Kfz-Versicherung. Das sind zum Beispiel für mich Sachen, die gehören nicht in den Steuer- und nicht in den Versicherungsordner, sondern die tue ich tatsächlich gerne zusammenpacken zum Thema Auto. Und dann haben Sie so einen Ordner mit allem rund ums Auto. Da können Sie meinetwegen auch die Kfz, die HU-Untersuchungsberichte kommen da rein, die Kfz-Werkstattberichte kommen da vielleicht rein. Also lauter solche Sachen. Und dann haben Sie noch den Ordner Wohnungen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da können Sie reintun, alle Strom- und Gasmeldegeschichten, wenn Sie mal wieder Ihren Zählerstand abgeben müssen, die Anmelde- und Abmeldebestätigungen für irgendwelche Wohnungen, wenn Sie ein- oder ausgezogen sind, der Mietvertrag, wenn Sie jetzt eine Wohnung gekauft haben oder ein Haus, dann vielleicht die notarielle Bescheinigung, die Grundbucheinträge und so weiter. Also alles, was rund um das Thema Wohnung ist. Man kann sich auch überlegen, ob man da zum Beispiel die ganzen Geschichten zum Telefonanschluss reinmacht. Man kann dort auch meinetwegen die GEZ-Geschichten reintun. Das ist so ein bisschen, wie Sie wollen, denn ich empfehle als drittes oder viertes oder bei wie vielen Ordnern wir jetzt gerade sind, einen eigenen Ordner für das Thema Rechnungen anzulegen. Die können Sie sortieren, müssen Sie aber nicht. Ich persönlich, für die Steuer, ich lege da halt die Handwerkerrechnungen, die man hat und meinetwegen irgendwas wegen Kinder hier, Musikschule oder sonst irgendwas, kann man tatsächlich alles einfach so nach dem Datum. Und wenn Sie jetzt Ihre Steuererklärung schreiben, dann kommt nämlich der Punkt, dann gehen Sie einfach zu Ihrem Rechnungsordner und schauen, ah, welche Rechnungen habe ich denn im letzten Jahr alle gekriegt? Welche davon kann ich einreichen? Dann haben wir wieder das Thema mit den Garantien und Belegen. Aber wie gesagt, in dem Video vorhin erwähnt, ich habe den Link auch nochmal unten drunter geschrieben. Finden Sie das Thema, wie lange müssen Sie Rechnungen aufbewahren? 2 Jahre und 10 Jahre und so weiter und so fort. Also Sie haben einen Ordner Rechnungen. Und jetzt ist es tatsächlich so, wie hier in meinem Beispiel, da sehen Sie, steht schon dran, Rechnungen und Wohnungen. Da ist auch alles drin, was das Thema Mitgliedschaften betrifft. Wenn Sie jetzt also in irgendeinem Verein oder einem Club, das hat da auch noch alles Platz. Also Sie haben manchmal nicht so eine Riesenmenge an Dokumenten. Das heißt zusammengefasst, Sie haben das Thema Vermögensmanagement, Sie haben das Thema Risikomanagement, Sie haben das Thema Steuer. Sie haben das Thema Wohnung, Sie haben ein Auto möglicherweise, dann haben Sie einen Rechnungsordner und jetzt haben Sie möglicherweise noch das Thema Kinder. Also kriegt jedes Kind auch noch einen Ordner oder Sie haben 2 Kinder, bei mir stecken die zum Beispiel eine, das reicht auch, ein Sohn in Dünner. Da ist dann alles drin rund um das Thema. Der Betreuungsvertrag für die Kindertagesstätte. Die Urkunde aus der Schule, was weiß ich nicht, also alles, was so mit Kindern zu tun hat. Letztendlich war es das aber schon. Und wann immer Sie jetzt einen Papierbeleg in die Finger kriegen, überlegen Sie sich, okay, ist das jetzt eine Rechnung? Ist es jetzt, wenn es eine Versicherungsrechnung ist, naja, dann kommt es natürlich in den Versicherungsregisterordner, je nachdem, ob das jetzt eine Lebensversicherung, eine Geldansparende oder eine Risikoversicherung, Sie erinnern sich, das ist das ganze Geld, was einfach weg ist, wenn Sie es bezahlt haben, reinfließt. Da können Sie, wenn Sie eine Rechnung haben für eine Mitgliedschaft, dann kann das in diesen Rechnungen Mitgliedschaftsordner und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber Arztrechnung ist zum Beispiel so ein Sonderding. Die Arztrechnungen, die können Sie natürlich entweder zu den Ärzten tun oder ich empfehle das in diesem Blog Risikomanagement bei Ihrer Krankenversicherung. Da machen Sie einfach ein kleines Register bei den Krankenversicherungen, wo Sie nochmal unterteilen. Rechnungen, Labor- und Untersuchungsberichte oder Befunde, sowas gibt es ja auch oft. Versicherungsunterlagen, also Schriftverkehr von der Versicherung. Dann gibt es bei manchen Versicherungen können Sie ja Sachen einreichen. Da gibt es dann auch ein extra Formular. Also können Sie da sagen, und da gehen Sie dann nämlich hin. Und deshalb
die Arztrechnung am besten zu der Krankenversicherung, weil sie dann hingehen können und sagen können, okay, jetzt ist Ende vom Jahr oder jetzt ist es Quartal oder wie auch immer sie das machen. Also die Leute, die Arztrechnungen einreichen, die wissen das normalerweise schon sehr gut und die haben das auch meistens bei ihren Krankenversicherungsunterlagen liegen. Aber da geht man dann halt wirklich hin und sagt, okay, ich rechne jetzt zusammen, habe ich irgendwie einen Selbstbehalt oder sonst was und dann schickt man das an die Krankenkasse zurück, damit sie ihr Geld behalten. So viel eigentlich zum Thema Ordnung der Papiere. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Sie auf die Digitalisierung vorerst überhaupt nicht zurückgreifen müssen, wenn Sie da irgendwie ansatzweise eine Struktur haben wollen. Sie brauchen wirklich erst in Ihren Papierbelegen eine Struktur und die muss nicht kompliziert sein. Also es gibt teilweise Kunden, da komme ich hin und die haben dann 35 neue, also da stehen wirklich 35 Ordner rum. Und ich denke ganz ehrlich, wozu brauchen Sie 35 Ordner? Ah, ich habe noch vergessen, manche haben statt Kind Hund. Ja, gibt's auch. Das ist eigentlich dasselbe. Das heißt, schauen Sie einfach, dass Sie eine möglichst simple Struktur für sich haben und dass Sie da dann logischerweise erst das ältere Dokument und das neueste ganz oben einsortieren. Und auf die Weise ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt für die Steuerbelege suchen, dann müssen Sie auch normalerweise überhaupt nicht mehr durch alle Ordner durch. Ja, das kann sein. Da machen Sie sich am besten eine Liste und sagen, passen Sie mal auf, ich habe die Lebensversicherung, ich habe die Lebensversicherung. Sie kriegen von allen Versicherungen, wo Sie so am Jahresende oder jetzt gerade ist ja auch so Frühling, dann sammeln Sie sich diese 5 oder 6 oder 10 Zettel zusammen. Das dauert jetzt aber ehrlich gesagt nicht 100 Jahre. Und selbst wenn Sie an jeden Ordner gehen müssten und sagen müssten, hier habe ich eine Lebensversicherung, da habe ich eine Lebensversicherung, da habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, wie lange brauchen Sie dann, wenn das ordentlich abgeheftet ist? 15 Minuten maximal. Und dann haben Sie alle Unterlagen für Ihre Steuer zusammen. Und jetzt noch zum Schluss on top. Was können Sie denn tun, damit Sie von dieser Papierflut nicht so überwältigt werden? Natürlich können Sie, das bieten auch schon extrem viele Versicherer an, das Ganze auf online umstellen. Das heißt, Sie kriegen schon gar keine Post mehr. Sie kriegen nur noch die ganzen Unterlagen als E-Mail. Dann bietet sich tatsächlich diese Digitalisierung an, aber auch da, wenn ich jetzt sage, Sie würden das in so einem Explorer aufbauen, ein digitales Verzeichnis, ja, dann müssen Sie eigentlich aber 1:1 Ihr Papierverzeichnis abbilden. Und genau das ist dann wieder der Punkt, wo viele Menschen scheitern, dass sie sagen, ja super, wie soll ich es denn abbilden? Ich habe es ja noch nicht mal in Papier fertig. Deshalb erst die Papierstruktur, dann die digitale Struktur. Damit wären wir schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn ich jetzt irgendeine Frage nicht beantwortet haben sollte, dann haben Sie 2 Varianten. Erste Variante, Sie schreiben mir das in die Kommentare, dann kann ich tatsächlich direkt darauf eingehen. Wenn Sie aber sagen, nein, das ist mir ein bisschen zu persönlich und da geht es ja wirklich um arg private Dinge, man kann mich auch online buchen, entweder über eine Online-Sitzung oder wir können das auch sehr gerne so machen. Sie schreiben mir eine E-Mail, ich nehme mir Gebührenzeit, um diese zu beantworten und dafür erhalten Sie ganz einfach eine ganz normale Rechnung auf Stundenbasis. Auch so kann das funktionieren. Das heißt, ich stehe Ihnen auf allerlei möglichen Wegen zur Verfügung. Wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an die info@frauordnung.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aussortieren, beim Besorgen von neuen Ordnern vielleicht, beim Erstellen einer Struktur. Dazu setzen Sie sich wirklich mal eine halbe Stunde hin und denken einfach mal nach, wie Sie das gerne machen wollen würden. Mein Name ist Angela Ludwig, ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft und wünsche Ihnen einen schönen Tag.